Jetzt ist es wieder leiser. Manu, Servus und Freeman, guten Morgen. Ja, ich habe gestern habe ich dieses Feld geerntet, war fertig. Für das Zeug oder für das Geld. Und dann wurde das Spiel aktualisiert. Also muss ich ja meine Arbeit nachholen. Ich kann das ja nicht einfach stehen lassen. Ein Spiel spinnt. Also ich habe gestern eine Aktualisierung von knapp 500 MB gehabt, was noch ein paar neue Mods brachte. Bin gespannt, aber bis jetzt spinnt's nicht. Ja, das habe ich erst einmal gehabt. Das habe ich erst einmal gehabt, dass der Helfer das gleiche Feld oder über die gleiche Stelle nochmal drüber ist, was er eigentlich nicht hätte sollen tun, aber sonst habe ich noch keine Probleme gehabt. Wo ist deins abgeschmiert, Manu? Das ist ganz einfach. Wenn du die drei Düngestufen aktiviert hast, dann kannst du ja auf der Bodenbeschaffenheit nachschauen, wann du düngst. Da steht das dann genau drin. Also du musst einmal düngst du ja, wenn du die entsprechende Sämaschine hast, schon bei Säen. Also beim Säen düngst du schon mal. Dann lässt du dann düngst das zweite Mal und dann lässt die zweite Stufe wachsen, dann düngst das dritte Mal. Dann sagt es dann normalerweise auch alles gedüngt an. Komplett.
90% mehr Ertrag, ja. Und die anderen 10% kriegst, wenn du jedes Mal dann pflügst. Aber da muss ich mir erst den passenden Pflug noch besorgen, dann kann ich das auch machen. Wenn man dann tief. Also, wenn du alle das dritte Mal pflügst, kriegst du insgesamt 100% mehr Ertrag Ernte. Wenn du das dreimal düngen hast, musst du halt dementsprechend oft düngen, dreimal, damit du auf die 100% kommst. Also, es gibt jeder Düngevorgang, bringt da 30% sozusagen. Und da hänge da jetzt noch dran an dem Feld. Wenn du dann den Tempomaten-Glitch benutzt, Manu, dann kriegst du mehr Geld. Du kannst aber auch, wenn du zwei-, dreimal das Feld teilweise, also wenn du mit einer Maschine nicht arbeiten willst, man gehört jetzt bei der Kartoffelernte, ist das ein bisschen doof, da wird nichts auf Verfügung, Ernte auch, aber wenn du jetzt Getreide oder was erntest und du möchtest einen anderen Drescher, dann kannst du nochmal weggehen und nochmal neu anwählen, dann ändert sich in der Regel auch das Fahrzeug.
So. Jetzt werden wir dann es liegt 16.000, ich kann es nicht ändern, Mano. Ich bin nicht so gut gesegnet im Moment. Dieses Jahr aber soll es besser werden. Aber bis jetzt ist der Bautrupp noch nicht vor Ort.